Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Sendeformat. Dies ist die Erstausgabe der H1 Werkstattgespräche. Was verbirgt sich dahinter? In den H1 Werkstattgesprächen versuchen wir, die großen Fragen unserer Zeit in einer offenen Talkrunde zu erörtern. Gerade dreht sich ja viel um den Ukraine-Krieg, also dachten wir uns in der Redaktion, let's talk about war, also sprechen wir über den Krieg. Mit dabei mein Kollege Hans-Magnus Preuß. Danke, Robin. Es freut mich sehr, heute Abend hier zu sein. Und ja, in der Tat, der Krieg in der Ukraine bewegt uns alle und er begleitet uns seit über einem Monat fast medial permanent. Aber wie kann man über Krieg reden und wie wurde bisher über Krieg auch geschrieben? Das ist die Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen. Und hierzu begrüße ich ganz herzlich unsere Studiogäste. Auf der einen Seite haben wir Nadia Rasouli. Sie ist Autorin und hat im Jahr 2021 eine bemerkenswerte Erzählung geschrieben, die dem Tod entgegensahen, heißt der Text. Und auf der anderen Seite haben wir Dr. Till Nitschmann von der Leibniz-Universität Hannover. Er ist Literaturwissenschaftler und hat sich in seiner Forschung immer wieder mit Krieg und Gewalt in der Literatur auseinandergesetzt. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend, hallo. Till, Sie setzen sich mit Gewalt und Sprache auseinander. Geben Sie uns doch bitte einen Einblick, wie Sie dabei zu Erkenntnissen gelangen. Ja, also in der Literatur ist Gewalt immer wieder ein großes Thema. Es zieht sich eigentlich durch die Literatur- und Kulturgeschichte. Und wir finden es in literarischen Texten wieder, zum Beispiel Traumastrukturen, Gewalt in ganz verschiedenen Formen. Und das schlägt sich dann natürlich auch in der Forschung wieder, wenn wir über die Texte sprechen, wenn wir sie analysieren. Literatur ist ein Wissensspeicher, also sie transportiert uns Wissen über vergangene Zeiten und auch über Konflikte der vergangenen Zeiten. Und im Idealfall können wir dann aus diesen Konflikten auch lernen und Rückschlüsse für die Gegenwart ziehen. Und in meiner Forschung habe ich mich zum Beispiel mit dem Theater der Versehrten beschäftigt, also mit versehrten Kunstfiguren. Da ist natürlich der Erste Weltkrieg ein großer Einschnitt gewesen, also weil dort Kriegsversehrungen dann im großen Maße dann auch im Stadtbild zum Beispiel Berlins dann präsent waren. Aber auch ganz unterschiedliche Formen der Versehrung werden dann untersucht. Und wir haben zum Beispiel auch ein Sammelband gemacht zu Körperbewegungen in Nachkriegszeiten. Also Kriege bringen Gesellschaften in Bewegung, die Körper und bewegen sich durch Flucht beispielsweise, aber auch durch zum Beispiel Stillstand und Angriff im Schützengraben. Und zum Beispiel auch in der Forschung haben wir über Gewaltformen nachgedacht, also dass Gewalt keinen festen Ort hat in der Kultur, sondern immer umgeformt wird. Also die eine Form der Gewalt bringt dann eine weitere hervor und somit ist Gewalt immer in Bewegung und findet dann auch jeweils eine ästhetische Form. Also sei es beispielsweise in Gedichten oder in Prosatexten oder dramatischen Texten. Und naja, und dann last but not least kann man auch den Sammelband vielleicht zeigen, zu Heiner Müllers Küstenlandschaften. Also auch in Texten Heiner Müllers spielt Gewalt eine große Rolle. Sehr gut, vielen Dank für den ersten Input. Nadja, du hast dich ja auch im weitesten Sinne mit Gewalt und Krieg und Sprache beschäftigt. In deinem Text geht es um die Kriegserfahrung deiner Eltern. Genau, und beschreib uns doch auch einmal ganz kurz, was ist das für ein Buch, was du da geschrieben hast? Verzeihung. Und zwar ist es eine Ansammlung, ich kann es auch kurz mal zeigen, ist eine Ansammlung von Erzählungen meiner Eltern, also wirklich Dialoge, die ich geschrieben habe, gar nicht geplant. Ich habe dann herausgefunden, es das heißt Dramolette. Aber ich habe wirklich meine kompletten Erinnerungen, die ich an die Gespräche von meinen Eltern habe. Und Till, du hast über Trauma gesprochen. Ich war oder hatte eine Sehnsucht nach Heimat. Ich bin zwar aus Deutschland, ich bin hier geboren, das ist mein Zuhause, aber irgendwie habe ich immer nach Heimat gesucht. Und das habe ich in den Augen oder den Erzählungen meiner Eltern gefunden. Und diese Suche, und ich habe verstanden, dass die Fluchtgeschichte meiner Eltern zieht sich durch mein Leben. Und ich musste literally zurücktreten im Leben und alles aufschreiben, um zu verstehen, auch verstehen, ich bin nicht alleine damit, aber irgendwie Heimat finden. Ja, Frau Rasouli, es geht ja in Ihrem Buch um Ihre Eltern, die Peschmerga waren, also Kämpfer und Kämpferinnen im Iran-Irak-Krieg, irgendwo dazwischen auf der kurdischen Seite und ihre anschließende Flucht nach Deutschland. Das ist ja ein sehr familienbiografischer und sehr persönlicher Text.
Wenn Sie jetzt die derzeitige Nachrichtenlage aus dem Ukraine-Krieg verfolgen, was macht das emotional mit Ihnen? Es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Ich habe sehr viele Emotionen. Manche davon kann ich noch gar nicht deuten, aber es ist furchtbar. Also jegliche Art von Freiheitsberaubung lehne ich ab. Besonders bei Kindern leide ich sehr, wenn ich sehe, wie Kinder leiden. Warum ich aber auch wütend bin, muss ich auch sagen, oder müde, oder ich habe Frustration, ist, weil trotz all der Solidarität, die ich sehe mit den Menschen aus der Ukraine, mit den Geflüchteten aus der Ukraine, gibt es immer noch Platz für Rassismus in den Köpfen von den Menschen. Dass gesagt wird, in einem TV-Sender wurde gesagt, ach ja, das sind Christen, die sind wie wir, die sind zivilisiert, ist es nicht Afghanistan oder Irak. Und das macht mit mir natürlich einiges. Mich trifft auch der Krieg in Afghanistan, dass die Mädchen nicht zur Schule durften vorgestern wegen der Taliban, dass die Kurden bombardiert werden von einem NATO-Mitgliedstaat, dass Jemen, Palästina, Äthiopien, Myanmar und so weiter und so fort, alles das trifft mich, nicht weniger und nicht mehr als der Ukraine-Krieg. Und was wichtig ist und wie ich das versuche zu bearbeiten, diese Frust und fast Eifersucht, dass POC und BPOC-Geflüchtete nicht diese Gerechtigkeit erfahren, dass sie zum Beispiel gestoppt werden vor den Zügen, dass sie nicht diesen roten Teppich bekommen zur Einreise. Das versuche ich aber zu verarbeiten jetzt in dem zweiten Buch, das ich schreibe, und zwar für und über POCs und BPOCs, weil ich habe das Gefühl, die gehen verloren oder deren Geschichten gehen verloren. Und wenn die Welt nicht über uns spricht, dann habe ich das Gefühl, müssen wir mehr über uns sprechen. Also es macht viel mit mir emotional. Spannender Punkt. Till, auch du hast dich ja damit beschäftigt, wie in Büchern, wie in der Literatur Krieg rezipiert wird. Wie funktioniert denn da literarische Emotionalisierung und gibt es da wiederkehrende Muster oder dergleichen? Naja, also erstmal gibt es eine große Bandbreite. Was du ja auch beschrieben hast, ist auch ein Wunsch nach Identitätsstiftung, Identitätsfindung. Dass dann zum Beispiel Rap-Texten, Azad ist, glaube ich, vorne als Zitat in deinem Roman sozusagen drin. Ne? Also ich bin ein Kurde, ich habe es geschafft. Dass das sozusagen erstmal bei ganz vielen sehr wichtig ist, Anerkennung. Und dass eine Sprache gefunden wird. Und das ist immer wieder sehr, sehr unterschiedliche, welche Sprache dann auch gefunden wird. Und es transformiert auch die Sprache, in der dann geschrieben wird. Also es ist dann ein anderes Deutsch, als es beispielsweise Goethe schreibt, wenn es aus einer geflüchteten Biografie sozusagen kommt. Das ist ja ganz klar, dass es immer ein kultureller Austausch auch ist und auch immer eine Bereicherung der Kulturen. Aber ich glaube, bei ganz vielen, auch die in aktuellen Krisen flüchten müssen und dann literarische Texte verfassen, ist die Identitätssuche ganz stark. Auch wieder die Heimat hast du angesprochen, die sozusagen zu finden. Das ist eine andere Perspektive, als wenn man aus so einer sehr angenehmen, behüteten Westbiografie sich als freischwebender Intellektueller und man ohne Eigenschaften kosmopolitisch bewegen kann, geistig oder das will und nicht dieses Bedürfnis nach Identität hat, sondern die versucht eher aufzulösen oder zu überwinden. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was miteinander auch ins Gespräch kommen muss. Und wollen wir auch über die Rationalisierung und Emotionalisierung in den Medien, in der Medienberichterstattung sprechen, oder wäre das so ein eigener Punkt jetzt nochmal? Ich denke, es wäre ein eigener Punkt, ja. Aber ich würde gerne nochmal, also Sie haben uns ja auch einen Text mitgebracht, ja. Wo es ja auch um diese Emotionalisierung geht von Krieg und der Kriegsrezeption. Ich würde Sie bitten, einmal vorzutragen, was Sie uns mitgebracht haben. Ja, das kann ich gerne machen, wobei es hier gar nicht so sehr um die Emotionalisierung geht, sondern um eine Versachlichungs- und Aufklärungsarbeit. Ich habe mal die Kriegsfibel mitgebracht von Bertolt Brecht. Die ist nicht besonders bekannt, ja, zu Unrecht. Eine Fibel, also ein Buch der Aufklärung, was uns elementares Wissen vermitteln will. Und diese Kriegsfibel möchte uns eigentlich überhistorisch, obwohl sie natürlich auf den Zweiten Weltkrieg gemünzt ist, Wissen über den Krieg vermitteln, dass wir als Erwachsene quasi lernen. Und die Kriegsfibel zeigt sich als Buch der Aufklärung. Also es ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten. Während Krieg halt dunkel ist, ist die Fibel, hier wird es quasi hell, ja? Also hier kommt das Licht herein, das Wissen. Und die erstellt Brecht im
im amerikanischen Exil. Er hatte verschiedene Exilstationen, 44, 45 und wird dann erst später, 1955, erst veröffentlicht. Ruth Berlau arbeitet daran auch sehr stark mit. Und hierin erschafft Brecht sozusagen eine neue Kunstform, nämlich das sogenannte Fotoepigramm. Also er nimmt quasi Fotos aus damals zugänglichen Nachrichten, Medien, Zeitungen, Zeitschriften, schneidet das aus. Er sammelt seit den 20er Jahren solche Fotos und dann schreibt er einen kurzen Text dazu, auch wieder in Weiß, also die Farbe der Aufklärung. Der Text bringt uns quasi dann die Aufklärung herein. Und dieser Text kommentiert dann das Bild und dadurch kommt das Ganze in einen neuen Zusammenhang. Ich kann mal ganz kurz das erste hier vorlesen. Also wir sehen hier Arbeiter an solchen großen Metallplatten. Und das Gedicht dazu lautet: Was macht ihr Brüder? Einen Eisenwagen. Und was aus diesen Platten dicht daneben? Geschosse, die durch Eisenwände schlagen. Und warum all das, Brüder? Um zu leben. Also quasi der Vorgang der Kriegsrüstung und eigentlich eine paradoxe Situation. Also einerseits wird ein Schutz erschaffen, gleichzeitig werden auch die Waffen produziert. Und das sind die Arbeiter. Also da legt der Brecht besonderen Wert drauf. Also die Unteren, ne? Das ist auch der Blick von oben nach unten. Die Unteren müssen quasi gegen die Unteren kämpfen. Und in Vorkriegszeiten, so lehrt uns die Kriegsfibel, kommt immer die Rüstung ins Spiel. Wie wir das ja auch heute beispielsweise haben mit dem Sondervermögen Bundeswehr. Also dass 100 Milliarden jetzt in die Rüstung gesteckt werden, ne? Zur Landesverteidigung und für das NATO-Bündnis. Am Anfang steht immer die Waffenproduktion. Es ist immer, bevor große Konflikte dann ausbrechen. Da würde ich gerne einhaken. Mhm. Nadja, was ist denn dein Eindruck von dieser Gedichtform? Ja, also als das Erste, was mir aufgefallen ist, mein Vater hat damals Bertolt Brecht Bücher unter seiner Matratze versteckt, weil das im Iran verboten war. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde es sehr gut. Also ich zähle mich zur Arbeiterklasse und meine Eltern genauso. Und das zu sehen, ich finde diese Kritik gut. Ich liebe Kritik anhand von Poesie und von Bildern. Und das finde ich sehr schön. Ich finde es auch schön mit den Farben, dass zwar das hell ist, die Fibel, aber sie kann nur hell sein, weil es dunkel ist dahinter. Also ich finde es sehr, sehr schön. Sie hält sozusagen das Dunkel. Soll ich noch ein zweites zeigen oder wollen wir fortfahren? Gerne, zeigen Sie ruhig noch einen Text. Ja? Die Kriegsfibel ist so ein bisschen sozusagen fährt chronologisch fort über den Krieg mit einigen Exkursen. Und hier auf der Seite haben wir jetzt eine Information, also ein Fall in Polen. Das ist jetzt quasi der Angriffskrieg der Wehrmacht gegen Polen. Und hier sehen wir auch quasi diese Wagenkolonne, wie das jetzt ja auch im Ukraine-Krieg diese langen Treks vor Kiew sind. Ne? Und auch die Ukraine sollte ja sozusagen überrannt werden im Blitzkrieg, was nicht funktioniert hat. Jetzt stockt das alles. Naja, und hier sehen wir halt diesen Einmarsch, aber sie fahren von oben nach unten. Sie fahren eigentlich in ihren Abgrund. Und dazu lautet das Fotoepigramm: Ihr Leute, wenn ihr einen sagen hört, er habe nun ein großes Reich zerstört. In 18 Tagen fragt, wo ich geblieben. Ich war dabei und lebte davon 7. Also nicht nur die Perspektive eines Soldaten der Wehrmacht, der stirbt, wird hier angespielt, sondern da ist auch ein verstecktes antike Zitat drin. Ihr Leute, wenn ihr einen sagen hört, er habe nun ein großes Reich zerstört. Es gibt diese Anekdote von dem Lydierkönig Krösus, der einen Krieg gegen die Perser führen wollte. Und er befragt das Orakel, ob das denn eine gute Idee sei. Und das Orakel antwortet ihm, wenn er die Perser mit Krieg überzieht, werde er ein großes Reich zerstören. Denkt er sich, prima, ist in den Krieg gezogen, aber das Reich, naja, diese Orakelsprüche sind doppelbödig, war sein eigenes. Und hier ist dann quasi auch also der Einfall in Polen als Ende, als Anfang vom Ende des Deutschen Reiches, also als Zerstörung des eigenen und in diesem Angriffskrieg. Und das könnte man natürlich auch sozusagen weiterdenken auf den Ukraine-Konflikt, ob Putin nicht sozusagen mit dem Überrennen der Ukraine nicht eigentlich auch seine eigene Herrschaft begonnen hat zu zerstören. Eine sehr interessante Parallele, die du da aufzeigst. Ich will noch mal auf einen anderen Punkt hinaus. Du sagtest ja auch, dass es sehr schön ist, dass das schön gemacht ist. Es ist ja auch eine Ästhetisierung, die da gerade stattfindet über die Bilder, über die Gedichte. Und ist das zulässig? Ist das zulässig, die Schrecken des Krieges zu ästhetisieren, ästhetisch darzustellen? Ich glaube, es kommt darauf an, wie man das macht und welche Form man dafür findet. Also das haben wir zum Beispiel auch in dem Sammelband Gewaltformen untersucht. Man muss immer eine ästhetische Form finden.
Die Frage ist halt, ob diese Ästhetisierung affirmativ ist, also ob sie das Schrecken, das Grauen bejaht oder ob sie es kritisiert oder ob sie nur scheinbar affirmativ ist. Um das Schrecken zu verstehen, um den Schrecken zu verstehen, muss man ihn auch erstmal in irgendeiner Form darstellen. Und dieses Problem hat jedes Kunstwerk, hat jeder literarische Text. Und da muss man immer einen individuellen Zugang finden. Ich finde nicht, dass sich Brecht dem Schrecken gegenüber affirmativ verhält, sondern ist gerade ein Versuch der Versachlichung und auch eine Tiefenstruktur reinzubringen, was ich eben mit diesem Antike-Bezug meinte. Ja? Also die Kriege der Vergangenheit werden mit der Gegenwart verschmolzen und können auch in unsere Zeit jetzt wieder projiziert werden. Und das lehrt uns dann zum Beispiel dieser Fibelcharakter des Textes oder des Buches. Ästhetik und Krieg, vielleicht noch ein Satz von dir dazu? Mir ist sofort aufgefallen, ich finde Kunst oder Literatur oder was wir erschaffen, ist ja immer subjektiv. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist die einzige Art und Weise, wie man manchmal damit umgehen kann. Mir fällt sofort ein, Im Westen nichts Neues von Remarque, das war so das erste Buch über Krieg, wo ich wirklich gehört, wie ist es wirklich und wie schrecklich ist es wirklich. Und der hat ja so überhaupt nichts verschönert. Ich finde das auch gut, aber ich finde, es zeigt ja trotzdem, was passiert. Also es ist ja nicht verblümt und mit Smileys und Social Media heutzutage, es ist keine Bubble, sondern es ist, wie du gesagt hast, also Ästhetik. Ich finde auch, ich stimme dir zu bei der Sache. Vielleicht würde ich schon mal weitergehen und sagen, wir haben ja auch während der Corona-Krise erlebt, wie unsere Sprache auf den Zeitgeist reagiert hat. Wir haben viel gesprochen über Inzidenzen, Übersterblichkeit, Triage. Das wurde alles zur Gewohnheit für uns. Und jetzt sprechen wir plötzlich über Verteidigungsbereitschaftsdinger, Raketen, Militärbudgets und dergleichen. An dich, Till, mal die Frage, wie war das bei vergangenen Kriegen? Wie wurde da unsere Sprache, unsere Literatur durch den Krieg mitgeprägt? Ja, also bevor der Krieg real ausbricht, findet er erstmal in der Sprache statt. Also der Krieg mit den Worten, in der tiefen Struktur auch der Sprache, im Ausschließen beispielsweise von Minderheiten, in der Stigmatisierung und auch beispielsweise im Geschlechterverhältnis. Also Krieg kann ja auch eine Metapher sein, nicht nur für den offenen Krieg zwischen Armeen, sondern auch in den Gesellschaften. Wieder Beispiel Gewaltform. Also die Gewalt hat keinen festen Ort, sie kann offen ausbrechen. Ich glaube, dass in unseren Gesellschaften immer das Potenzial steckt für einen großen Krieg, also einen alles umfassenden Krieg. Und diese Gewalt ist in Friedenszeiten zurückgedrängt, sie ist transformiert, sie ist eingelagert in andere Gewaltformen, beispielsweise bürokratische Gewalt oder Ignoranz als Form der gesellschaftlichen Gewalt. Und diese Gewalt kann offen hervorbrechen in Form von Kriegen. Und darauf reagiert dann natürlich Literatur. Du hast Remarque angesprochen, es gibt eine Vielzahl von Kriegsliteratur. Man kann quasi in der Antike anfangen bei der Ilias, ja? Also der Trojanische Krieg, der sozusagen da im Zentrum steht und die Sprache formt. Dann kann man weitergehen über den 30-jährigen Krieg. Gibt's auch wieder, wir hatten ja Brecht angesprochen, Mutter Courage und ihre Kinder beispielsweise als Stück, was den 30-jährigen Krieg dann aufgreift. Und neben Remarque, ja, es gibt auch Ernst Jünger sozusagen, der diese etwas affirmative soldatische Perspektive auf den Krieg hat und auch nicht unproblematisch ist. Also da findet auch wieder Literatur ganz unterschiedlich dann jeweils sozusagen eine Form, aber bevor sozusagen Literatur auf Krieg reagiert, ist schon vorher in der Sprache der Krieg vorhanden. Zum Beispiel Handelskrieg oder Strafzölle sind aggressive Metaphern und so kann dann auch aus einem Krieg um Gas dann der Gaskrieg werden. Das ist spannend, also Sprache formt Krieg und Krieg formt auch wiederum Sprache. Ja. Mhm. Nadja, in deinem Buch verwendest du ja auch eine ganz besondere Art der Sprache. Militärisches Fachvokabular wie Kalaschnikows oder Katjuschas gehören ganz natürlich zu den Kriegsberichten deiner Eltern. Es fallen auch militarisierte Sprichwörter wie keine Freunde außer den Bergen, was man ja auch projizieren kann auf den Guerillakrieg der Peschmerga in Kurdistan. In Deutschland tausende Kilometer später und weiter mischen sich dann die Sprachen. Also Fragmente des Persischen, des Kurdischen sind weiterhin Teil eurer Alltagssprache. Es fallen Wörter wie Azizam, Gian, Zahremor. Das sind Teil eurer Alltagssprache. Was denkst du, wie haben Krieg und Flucht die Sprache deiner Eltern und deiner Familie geprägt? Ja, sehr. Also erstmal so auch zum Unterschied zwischen, also Deutsch finde ich ist sehr
robust. Ne? Und ich sage das nur, weil ich auch Persisch und Kurdisch gelernt habe. So zum Beispiel so Wörter wie ich stehe zwischen zwei Fronten oder aufrüsten haben wir jetzt auch gehört, ist sehr militärisch. Ich habe auch mal gelesen, dass viel, auch in der NS-Zeit, viel aus dem Militär, aus dem Sport und Naturwissenschaft genommen wurde, um Reden zu kreieren. Das wollte ich nur kurz dazu sagen. Und im Persischen oder im Kurdischen vergleichen wir alles mit der Natur. Also bei uns ist so, deine Stimme ist so schön wie der Wind oder dein Lächeln wie ein Schmetterlingsflügelschlag. Also alles ist so melodisch und schön und sanft. Und Deutsch ist teilweise sehr unsanft, finde ich. Und meine Eltern mussten sich daran gewöhnen. Und ich habe ja auch ein Beispiel, wo mein Vater im Bus schreit, hier ist Kindergarten, obwohl er Kinderwagen im Bus sagen wollte, um Platz zu haben. Also es sind aber immer so einzelne Wörter, die man lernt. Und sei das jetzt, und die stärksten Wörter sind eben diese militarisierten Wörter, die man sich merkt, mit denen man halt auch Erinnerungen hat. Meine Eltern, genau, die haben ja die Sprache gelernt und ich wiederum habe Persisch gelernt. Ich bin auch zur persischen Schule gegangen in Kassel und das war schon schwierig, weil alles hat, jede Bedeutung hat 5 Wörter im Persischen zum Beispiel. Und im Deutschen ist es sehr klar und sehr, man kommt auch schnell zum Punkt. Aber zum Beispiel ich musste mich auch dran gewöhnen und meine Eltern genauso. Stichwort Mehrdeutigkeit von Wörtern. Dein Buch trägt ja einen Titel, die dem Tod entgegen sahen. Ja. Was heißt das und welche Emotion steckt dahinter? Ja, also Peschmerga heißt übersetzt, Pesch heißt die nach vorn und Merga heißt Tod. Also es bedeutet übersetzt, die dem Tod entgegensehen, heißt Peschmerga. Also es bedeutet, die Menschen, die sich aufopfern, die nach vorne gehen. Und das ist ja wirklich wortwörtlich, sind diese Personen die sich für das Land und für die kurdischen Menschen aufopfern würden, weil sie in den Krieg gehen ohne, ohne wirklichen Support. Warum ich das so genannt habe und auch in der Vergangenheitsform gemacht habe, ich sage auch im letzten Satz, darf ich einen Satz vorlesen? Und zwar sage ich am Ende, aber ihre Geschichten trage ich für immer in meinem Herzen und ich werde nie die Hoffnung verlieren, eines Tages an die Orte reisen zu können, an denen alles begann, eines Tages an den Brunnen berühren zu dürfen, auf dem Mama ihre Uhr zurückließ, eines Tages in dem Garten sitzen zu können, in dem Baba für sein Abitur lernte, eines Tages zu erleben, wie die Peschmerga nicht dem Tod, sondern dem Leben entgegensehen. Also mein Wunsch ist es, dass sie nicht dem Tod entgegensehen und das ist diese Emotion. Ich möchte, dass sie dem Leben entgegensehen und die Emotion, sogar heute, wenn ich das Buch lese, weine ich. Also ist sehr... Es ist brutal, also ich schmücke nichts im Buch, also ich erkläre auch, wie mein Vater gefoltert wurde, die angedrohte Hinrichtung, dass meine Mutter angeschossen wurde, aber es hat auch was Melodisches. Ja, und das ist ja auch, sehr starke Emotionen kommen da auch durch, das merkt man auch, wie du davon berichtest und wenn wir auch über Emotionen im Krieg sprechen, dann landen wir auch ganz schnell bei dem Themenfeld Heroisierung, Dämonisierung. Und das sehen wir auch so ein bisschen gerade im Ukraine-Krieg. Wir haben auf der einen Seite Wladimir Putin, der kühle Schurke, der Kriegstreiber, unnahbar, emotionslos, bedrohlich. Und auf der anderen Seite haben wir Volodymyr Zelensky, der von Kiew aus diesen, ja, man kann beinahe sagen, heroischen Widerstand organisiert, leitet, immer wieder mit flammenden Appellen an sich und auch an den Westen in Erscheinung tritt. Till, an dich die Frage. Kennen wir solche Archetypen, solche Narrative vielleicht auch schon aus der Literatur? Und wenn ja, wer sind denn die großen Helden und Schurken in der Literatur des Krieges? Also erstmal, ich würde vollkommen zustimmen, diesem Kampf um Heroisierung, um Inszenierung dann auch, den wir wiederfinden und der dann auch in der Literaturgeschichte wieder zu finden ist. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Gegenwart. Also Zelensky ist ja wirklich ein Medienprofi, ne? Ist ja Schauspieler und hat dann sozusagen auch, kennt diese Inszenierung und beherrscht sie besser als Putin, wesentlich besser. Also er kann sozusagen dieses Narrativ dann auch sozusagen
bestimmen, also diese Verwandlung ins Soldatische mit dem Kriegsbart. Also beide haben auch so eine Inszenierung von Männlichkeit, die unterschiedlich wirkt und dann quasi wieder reinkommen. Und er steht ja für den Mut. Also er bestimmt das Narrativ. Er ist der Mutige, er hat das Löwenherz und er schaltet sich aus seinem Bunker in die Parlamente, spielt dann auch sozusagen auf sprachlich-historische Kontexte an. Also wenn er vor dem britischen Parlament dann spricht, dass er dann von Churchill Zitate mit in seine Rede hineinkommen und so weiter. Und da ist er in seinem Heldentum, in seiner Inszenierung von Männlichkeit Putin ja deutlich überlegen. Über Putin wurde ja eher so ein bisschen, das wurde eher so ein bisschen bespöttelt, also diese Inszenierung mit nacktem Oberkörper, reitend oder im Angelurlaub und so weiter. Ne? Also hier ist auch sozusagen ein Kampf um das Narrativ des Heroischen entbrannt und den finden wir natürlich auch schon in der Literaturgeschichte. Man kann ganz weit zurückgehen, ich habe mal das Gilgamesch-Epos mitgebracht, zweites Jahrtausend vor Christi. Und wir sehen hier vorne ja auch schon so eine Darstellung. Das ist jetzt nicht Gilgamesch selber, sondern das ist irgendwie ein löwentötender Riese. Aber ungefähr zeitlich und kulturell kommt es sozusagen hin. Deswegen wurde es hier als Cover ausgewählt. Und wir sehen hier auch schon so eine Inszenierung des Heroischen. Das ist aber auch immer mit Gewalt verknüpft in der Literaturgeschichte. Also vielleicht kann man eine ganz kurze Stelle mal zitieren. Enkidu, das ist so der Best Buddy, der Freund von Gilgamesch. Das endet tragisch, das Ganze, aber die sind sozusagen unterwegs. Und die wollen jetzt sozusagen im Zedernwald Zedern fällen. Das ist ja alles auf diesen Steintafeln sozusagen überliefert aus dem babylonischen Raum. Und da steht jetzt Humbaba im Weg. Und Enkidu sagt jetzt, solange du die Flüche, die Humbaba ausstößt, nicht unterbindest, werden sie weiter und weiter aus seinem Munde dringen. Er hörte Gilgamesch das Wort seines Freundes, er zückte das Schwert an seiner Seite, Gilgamesch durchbohrte ihm den Nacken. Also Gilgamesch tötet diesen Wächter des Zedernwaldes, haben wir hier eine Darstellung davon. Und er ist aber der Held dieser Geschichte. Also sozusagen die Heroisierung geht mit Gewalt Hand in Hand. Das ist im Gilgamesch-Epos der Fall. Und das ein weiteres großes, sehr für die europäische Geistgeschichte und Kultur stilbildendes Werk ist natürlich die Ilias von Homer. Und da haben wir den Trojanischen Krieg als zentralen Topos. Ja? Also Odysseus, Achilles auf der einen Seite gegen Hektor und Aeneas auf der anderen Seite. Und so kann man das fortsetzen. Wir haben ja dann schon über die Antikriegsliteratur gesprochen und wie dann auch solche Heldenbilder und Männlichkeiten ins Schwanken kommen. Das ist ja sehr spannend. Also es sind ja anscheinend ganz bestimmte Attribute, die Helden zu Helden machen und die Bösen zu Bösen machen, oder Hans? Ja, auf jeden Fall. Und die Sicht auf die kurdische Nationalbewegung, sage ich mal, bewegt sich auch immer so ein bisschen dazwischen, finde ich. Wenn man sich im Nahen Osten das anguckt, da wird die Bewegung ja häufig als Terrorgruppe auch, sage ich mal, dämonisiert schon. In Teilen Europas werden die Kämpferinnen, die da aktiv sind, hingegen in Teilen auch wieder romantisiert. Ne? Da haben wir so ein bisschen beides. Nadja, sind denn die Peschmerga die Helden, zu denen sie hier in Europa teilweise gemacht werden? Also dazu will ich erstmal sagen, sie werden nicht von allen heroisiert. Sie werden ja ganz klar von Erdogan als Terroristen dargestellt. Also nicht nur Peschmerga, sondern es fallen dann alle unter den Schirm. Also alle KurdInnen werden als Terroristen dargestellt. Ich glaube, es fällt auch leicht, manchmal diese Vorurteile zu Leuten zu haben, die schwarze Haare haben und eben nicht blond, weiß und blauäugig sind. Das sehen wir auch bei Fluchtbewegungen, wie andere behandelt werden. Ich habe diese Frage auch meinen Eltern gestellt tatsächlich, weil am Ende ist ja trotzdem Gewalt mit im Spiel. Also ich habe meinen Vater und meine Mutter auch im Buch gefragt, habt ihr mal jemanden umgebracht? Und meine Eltern haben ganz klar gesagt, nie mit Absicht. Also wir haben nicht gezielt, wie das vielleicht die Aufgabe der iranischen oder irakischen Armee war. Also Saddam hat ja in Halabja 5000 KurdInnen vergast, also mit dem Giftgasangriff, Entschuldigung. Und meine Eltern haben gesagt, nie gezielt. Und ich habe auch Beispiele drin, wie, das sind jetzt meine Eltern natürlich, die das beschreiben, oder auch andere aus der Peschmerga-Gruppe. Und es gibt verschiedene Parteien. Ja? Also Peschmergas, muss man auch sagen, sind nicht alle eine Partei, sondern es sind verschiedene Parteien. Und die meiner Eltern waren sehr human. Also das Ding ist auch, niemand geht zu Peschmerga, beziehungsweise nicht mehrheitlich, um zu sagen, jetzt möchte ich kämpfen und
mein Land, sondern ich beschreibe auch, viele wurden gezwungen. Meine Mutter war 17, mein Vater war 18. Es gab keine andere Möglichkeit mehr. Also mein Vater war zweimal im Gefängnis. Einmal wurde ihm gesagt, wenn du zurück bist, wirst du hingerichtet. Also Jugendliche wurden reingezwängt. Also seien das Schwule oder Lesben, seien das Frauen, politische Oppositionelle, die mussten kämpfen. Ob das Helden sind oder nicht, ich finde, also es wird ja auch bei den Wikingern, finde ich, die werden immer als Helden dargestellt, aber die töten ohne, also Vikings habe ich jetzt geguckt, die töten ja ohne Skrupel. Kommt immer darauf an, wie man es betrachtet. Ne? Für mich, meine Eltern sind natürlich HeldInnen. Diese Frauen, finde ich, sind schon HeldInnen, weil sie sich gegen die Norm stellen, weil sie, ich habe jetzt auch gesehen, dass in der Ukraine sind auch Frauen also an die Waffen gegangen, nicht weil sie ein Land einnehmen wollen, sondern weil sie sich verteidigen wollen. Und das ist für mich heldenhaft, für das Kind rauszugehen und nicht wie die Geschlechterrollen, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht und hoffentlich kommt er lebend zurück. Das ist für mich schon heldenhaft, wenn man zum eigenen Schutz und zum Schutz der Familie rausgeht. Das hält sich auch immer ein kulturelles Narrativ. Also es ist immer die Frage, wer hat die Deutungshoheit darüber und was für Helden oder auch neue Helden werden konstruiert. Ne, die Beispiele aus der Literatur hatte ich ja gerade ein paar angeführt. Und das ist sozusagen auch immer ein Konstrukt, genau wie Männlichkeit, der dann auch ganz verschiedene Formen annehmen kann. Ne? Cornell spricht ja auch nicht umsonst von Männlichkeiten im Plural und so. Gibt es auch ganz unterschiedliche Heldinnen-Geschichten. Und die Heldenreise ist ja nun eine ganz alte literarische Form auch. Aber es geht immer darum, sozusagen den Helden jeweils zu figurieren und die Deutungshoheit über das Narrativ zu bekommen. Absolut. Ich denke, an dieser Stelle würde es dir gut anbieten, wenn du einmal eine Passage vorliest aus deinem Buch. Ja, gerne. Ich habe tatsächlich zwei Kapitel mitgebracht, die sind aber sehr kurz. Und zwar ist das erste Kapitel, heißt Durst, und hier spreche ich mit meinem Papa. Es ist also ein Dialog. Wenn ich also vorher sage, Barbara oder ich, sind es die Personen, die sprechen. Durst. Im Fernsehen lief der Film Spartacus aus dem Jahr 1960 mit Kirk Douglas in der Hauptrolle. Ich erinnere mich sehr genau an eine bestimmte Szene. Spartacus wurde für mehrere Tage in einer dunklen Einzelzelle ohne Wasser oder Essen eingesperrt. Er war kurz vorm Sterben, als eine Kakerlake in seiner Zelle auftauchte. Er schnappte sie auf und aß sie. Ich war sehr jung und hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Es verstörte mich. Baba sah zu mir herüber und bemerkte meinen Schock. Baba. So ist das. Menschen vergessen jeden Stolz, wenn es ums Überleben geht. Ich. Woher weißt du das? Hast du auch sowas erlebt? Baba. Vor 34 Jahren mussten ungefähr 150 von uns Peschmerga einen riesigen Berg hochsteigen. Es herrschte Krieg zwischen Iran und Irak. Wir mussten uns zwischen den Lagern verstecken und uns im Untergrund organisieren. An diesem Tag muss es 40 Grad heiß gewesen sein. Und wir hatten weder Trinkwasser noch etwas zu essen. Unsere Zungen waren so trocken, wir konnten kaum sprechen. Ich war damals 25 Jahre alt. Berge erklimmen, lange Strecken laufen waren kein Problem für mich zu der Zeit. Auf dem Weg wurden wir von irakischen und iranischen Soldaten abwechselnd beschossen. Zwei von uns traten auf Minen und einer verlor dabei sein Bein. Unser Ziel war es, eine Quelle zu finden, um zu pausieren, denn wir waren schon 5 bis 6 Stunden gelaufen. Aber die Quelle, die wir fanden, war durch die Hitze bereits ausgetrocknet. Zuvor hielt ein junger Rekrut, der Peschmerga werden wollte, die Lage nicht mehr aus und kapitulierte. Er gab sich bei der iranischen Armee auf und verriet uns. Daraufhin griff uns die iranische Armee an eben dieser Quelle an. Fast verdurstet, fast verhungert, mussten wir uns hinter Felsen und Bäumen schützen. Wir warteten, bis es Nacht war, um im Schutz der Dunkelheit weiterzulaufen. Der Durst war unerträglich. Fast 20 Stunden lang hatten wir kein Wasser zu uns genommen. Auf dem Weg verloren wir viele weibliche und männliche Kameraden. Viele von ihnen wurden festgenommen, andere direkt hingerichtet. Ähnlich wie bei Spartacus mussten viele zu Maßnahmen greifen, die furchtbar klingen, aber anders hätten wir nicht überlebt. Also tranken manche ihren eigenen Urin, um nicht zu verdursten. Und das zweite Kapitel, da spreche ich mit meiner Mutter. Und zwar ist sie 17 Jahre alt, als sie bei den Peschmerga ist. Und ihre Mutter, bevor meine Mutter am Tumor starb, trifft sie nochmal. Das Kapitel heißt Roter Pullover. Ich. Mama, wann hast du deine Mutter das letzte Mal gesehen? Mama. 2 Monate bevor sie am Tumor starb, besuchte sie mich in den Bergen in einem Lager der Peschmerga. Wir saßen alle zusammen und unterhielten uns für viele Stunden über alles Mögliche.
Als es Nacht wurde, mussten wir Peschmerga weiterwandern. Mutter fragte mich, wieso müsst ihr gehen? Es ist so dunkel. Wir müssen immer nachts laufen, antwortete ich. Dann ist es sicherer. Mutter stieg in einen Traktor mit anderen Besuchern und Besucherinnen, um zurück in die Stadt zu fahren. An diesem Abend trug sie einen roten Pullover. Ich sah sie noch von weiter Ferne winken. Ich erkannte sie an ihrem roten Pullover. Er leuchtete in der Dunkelheit. Das war das letzte Mal, dass wir uns sahen. Jedes Mal werde ich emotional. Ja, es sind ja auch sehr persönliche Beschreibungen, die da kommen. Und das ist sehr eindrücklich, was da vor sich gegangen sein muss. Erklär mal kurz, warum diese Auszüge? Hast du sie ausgewählt für heute? Ja, also der rote Pullover, den habe ich ausgesucht, weil ich zeigen wollte, was geopfert werden muss oder aufgeopfert wird durch einen Krieg. Also es ist nicht nur so, dass man stirbt, man, so grotesk das klingt, man vielleicht auch Körperglieder verliert, man verliert Liebe, man verliert die Eltern, man hinterlässt Freunde, Verwandte, man hinterlässt die Identität schon fast. Und das wollte ich zeigen mit dem roten Pullover, das, was man aufopfert, um zu überleben. Oder überhaupt, um das Recht zu haben, also als Frau im Iran gilt die Stimme vor Gericht halb so viel wie die eines Mannes. Also solche Dinge. Und Durst, wir sind so privilegiert sogar. Ich sage so, nehme sogar mich mit ein als POC. Wir sind so privilegiert und das Glas Wasser. Und dann kommen solche Momente, wo ich dann lerne, oh, ich muss so dankbar sein. Es gibt Momente, wo meine Eltern, wenn die jetzt Probleme haben, Berge hochzusteigen, was nicht der Fall ist, 6 Stunden, 20 Stunden, also so diese Realität, so was ist wirklich, was passiert wirklich im Lager, im Krieg, und das wollte ich an so einer Kleinigkeit auch zeigen. Ja, und Kleinigkeiten, oder sagst du jetzt Kleinigkeiten, im Grunde sind es vielleicht auch wichtige Momente, Schlüsselmomente, könnte man sagen, und das Erinnern an Kriege läuft ja häufig über Schlüsselmomente, die sich dann entweder in der einzelnen oder in der kollektiven Erinnerung manifestieren. Beispiele dafür sind jetzt nicht im kurdisch-iranischen Konflikt, sondern insgesamt. Beispiele sind hierfür Babin Yar oder auch Srebrenica. Till, solche Schlüsselmomente und Erinnerungen, wie werden die in literarischen Texten umgesetzt? Wie finden die sich da wieder? Ja, auf ganz unterschiedliche Weise. Also erstmal sprechen wir auch in Deutschland von einer Erinnerungskultur, gerade auch um die deutsche Geschichte aufzuarbeiten. Und da ist es nicht nur Literatur, sondern es ist eigentlich der ganze kulturelle Raum. Also wir haben Mahnmale, wir haben zum Beispiel diese Stolpersteine, die auf deportierte Menschen im Zweiten Weltkrieg hinweisen. Und Schlüsselmomente werden häufig auch erstmal durch visuelle Medien ausgelöst, also beispielsweise durch Fotos. Wenn wir an den Vietnamkrieg denken, zum Beispiel dieses sogenannte Napalm-Mädchen von Vietnam, also die Frau heißt Pan Thi Kim Phuc, lebt noch so um die 50, hat immer noch diese Vernarbung. Und das war ein ikonisch gewordenes Foto in der Kriegsberichterstattung, was quasi die öffentliche Stimmung in den USA auch so stark beeinflusst hat, dass die Antikriegsbewegung sehr stark geworden ist, weil visuelle Medien erstmal unmittelbarer wirken. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch in der Ukraine. Also dieses Massaker Babin Yar ist eine Tiefenschicht, und da werden jetzt auch wieder Verbrechen begangen auf dem gleichen historischen Raum. Und es werden Bilder transportiert, die diese Tiefenschicht mit anspielen, also auch die Erinnerungskultur mit anspielen und gleichzeitig mit neuen schrecklichen Bildern überlagern. Und dafür ist natürlich dann auch in den Medien die Emotionalisierung sehr wichtig. Also wir sehen dann halt Frauen und Kinder, die sterben oder die leiden. Und das kann schon einen sehr starken Eindruck auf die öffentliche Meinung dann auch haben. Und das sozusagen bestimmte Dinge zum Kippen bringen. Die Literatur ist vielleicht da ein bisschen nachgeordneter, weil sie erstmal Zeit braucht. Das ist ja immer auch ein Reflexionsmedium, was erstmal die Geschehnisse, die unmittelbar stattfinden, später be- und verarbeiten muss. Ein Beispiel ist Peter Weiß, Die Ermittlung. Also ein Dokumentartheaterstück über den Auschwitz-Prozess, 1965 erschienen, wo in sehr sachlicher Sprache, trotzdem ästhetisch hochgradig überformt und konzentriert, die Geschehnisse dieser Gerichtsverhandlungen dargestellt werden und wo die Opfer eine Sprache bekommen und wo das sehr sachlich dann sozusagen festgehalten wird, die Verbrechen der Nationalsozialisten. Und
das hat dann auch eine theatrale Kraft, dann auch wieder Erinnerungskultur zu verstärken. Da gibt es im Dokumentartheater einige Texte. Peter Weiß hat dann auch zum Vietnamkrieg zum Beispiel Vietnamdiskurs geschrieben. Es gibt von Rolf Hochhuth den Stellvertreter. Oder auch Romane, ja, Elfriede Jelinek, Die Kinder der Toten, ganz anders. Aber sozusagen auch Erinnerung, Verdrängung, des Holocaust werden dort thematisiert. Aber die Figuren sind sozusagen Untote, sind Zombies, also eine Splatter-Ästhetik eigentlich. Und das kann man an verschiedenen Beispielen durchdeklinieren, zum Beispiel bis zum Guantanamo-Tagebuch von Slahi 2015, was ja dann noch teilweise zensiert wurde und wo solche Schlüsselmomente dann auch wieder auf Kultur rückwirken, indem dann auch die Verbrechen der eigenen Nation sozusagen zur Sprache in den Medien auch wieder werden. Es sind ja ganz viele solcher Schlüsselmomente, die sich durch die Geschichte der Kriege in der Welt ziehen. Ein weiterer solcher Schlüsselmomente ist ja für den kurdischen Kontext der Giftgasangriff auf Halabja, der sich als Genozid ins kurdische Kollektivgedächtnis gebrannt hat. Nadja, was heißt das allgemein, dass diese Passage vorkommt in Ihrem Buch, für die Aufarbeitung des Krieges in der kurdischen Gemeinde? Das ist also jährlich, posten wir das auch auf Social Media. Also wir, das ist für uns, es gibt viel Gefühl von Undank, und nicht Undankbarkeit, also es ist undankbar, kurdisch zu sein, so will ich das sagen. In unserer Community spüren wir das, weil wir immer den Kürzeren gezogen haben und es gerät in Vergessenheit, wie ist der letzte Präsident von den USA? Donald Trump. Trump, der so den kann man vergessen. So komplett vergessen. Genau, Trump, was er gemacht hat, er hat ja auch mit dem Peschmerga zusammengearbeitet und versprochen und dann wieder zurückgezogen und dann waren sie alleine in Syrien. Also und auch in der Türkei. Also es ist nonstop, finden wir sowas. Es ist nicht nur auch, dass wir das sehen in jetzt einem Giftgasangriff, der für uns furchtbar ist. Das ist Schmerz. Also es ist wirklich ein Trauma für uns, auch wenn wir das nicht erlebt haben. Das ist sehr schmerzhaft, diese Fotos zu sehen. Und auch eine Bekannte von mir war jetzt in Halabja und da sind auch wirklich Gebäude und was sie alles gebaut haben als Gedenken. Und heute ist es eigentlich nicht anders. Heute werden Kurden auch bombardiert. Und es wird aber nicht drüber gesprochen, weil es gibt kein Kurdistan so an sich. Es gibt zwar im Irak, im Norden gibt es Kurdistan, aber es gibt keine. Und da müssen wir, und wir haben das Gefühl, wir müssen drüber reden. Wir müssen. Habt ihr vergessen? Wisst ihr noch, was uns passiert ist? Uns gibt's. Also so, es ist so eine Traumabewältigung, aber auch, bitte vergesst uns nicht, so in dem Sinne. Und es gibt auch hier Diskriminierung. Also ich erfahre fast täglich Diskriminierung. Wenn ich im Taxi sitze, überlege ich zweimal, ob ich sage, ich bin Kurdin. Aus Angst, dass vielleicht jemand da sitzt, der was dagegen hat. Also es ist eine Narbe. Die man spürt, die wir nicht selbst mit Schmerz gefühlt haben, aber sie ist da. Sicherlich. Ja, ich würde gerne noch mal über ein anderes Thema sprechen. Till, du hast es schon ein paar Mal erwähnt in dieser Runde, und zwar die Rolle der Männlichkeit im Krieg. Die Männlichkeit erlebt ja in diesen Kriegszeiten ein, ich würde mal sagen, Revival. Das heißt, Putin inszenierte sich auch schon vorher natürlich gerne oberkörperfrei als Kampfsportler, ging radikal gegen sexuelle Minderheiten vor. Zelensky ist mittlerweile nur noch in Camouflage und mit dem Kriegsbart, wie du es genannt hast, zu sehen. Aber besonders Frauen leiden in besonderem Maße unter den Kriegshandlungen. Till, wie denkst du, werden dann Geschlechterrollen in der Kriegsliteratur dargestellt und auch verhandelt? Also erstmal ist Krieg ein, in Anführungsstrichen, Vermännlichungsprozess. Es gibt von Heraklit dieses alte Zitat, der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Also und da haben wir König, Vater und Krieg sozusagen zusammen, die eine Einheit bilden. Und ich habe ja vorher gesagt, dass die Gewalt in Gesellschaften auch in Friedenszeiten vorhanden ist, dass sie sich in Kriegszeiten dann nur offen zeigt und ausbricht. Und das geht einher mit einem Rückfall in Männlichkeitskonstruktionen, die vielleicht vorher überwunden schienen, und einer Zurückdrängung des Weiblichen.
Also auch diese Angriffskriege haben etwas von Penetration, von, ich glaube, der ukrainische Botschafter hat sich ganz am Anfang mal versprochen, hat von einer Vergewaltigung gesprochen, aber eigentlich hat er die Wahrheit gesagt damit. Ja? Also sozusagen eine Penetration, eine Vergewaltigung der Ukraine, eine Verweiblichung der Ukraine damit auch und ein Heraufbeschwören eines aggressiven Männlichkeitskonzepts, was wir auch schon im Gilgamesch hier hatten, natürlich in anderer Form. Und Putin, ja, man hat ihn belächelt, man hat ihn mit Hohn und Spott und Häme eigentlich überzogen. Diese Inszenierung auf dem Pferd und beim Angeln in Militärhosen und freiem Oberkörper. Aber er meint das sehr ernst. Und dieser Krieg ist, glaube ich, auch, jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, ein Krieg gegen das Gender-Sternchen. Ja? Also gegen unsere Art, unsere Lebensweise im Westen, tolerant zu sein, Geschlechterrollen auch zu öffnen, kulturelle Hybridität und Vielfalt zu leben. Und das ist aus so einer Sicht, einer hegemonialen, aggressiven Männlichkeit, eine Dekadenz des Westens. Und die wird zurückgedrängt. Also das heißt, es ist auch ein Krieg nicht nur gegen Weiblichkeit. Vergewaltigungen finden ja auch immer in Kriegen statt, finden auch jetzt in der Ukraine statt. Sondern es ist auch immer ein Heraufbeschwören von einem ja, archaischen, gewalttätigen, aggressiven Männlichkeitskonstrukt, was ja in die Defensive geraten ist in westlichen Gesellschaften. Und da gibt es interessante Untersuchungen, Tevelay zum Beispiel mit den Männerfantasien, der auf den faschistischen Mann anspricht. Und du hattest nach Literatur gefragt. Es gibt auch interessante Gegenbeispiele. Also zum Beispiel in meiner Diss untersuche ich Ernst Tollers Hinkemann, der deutsche Hinkemann, ein Drama aus dem Umkreis des Ersten Weltkrieges. Und dieser Hinkemann ist eigentlich ein starker proletarischer Mann gewesen und ihm wird im Krieg das Geschlecht abgeschossen. Also er ist quasi entmannt, wie es heißt, und kommt in dieser Position der Versehrung zurück in die Gesellschaft, wo sein Männlichkeitskonstrukt zusammenbricht. Ja, und das natürlich zu einem großen Konflikt dann auch in dem Stück führt. Das wäre so ein Beispiel, aber es geht noch weiter. Ja. Das ist ja aber sehr interessant, also dass Männlichkeit und Krieg offensichtlich, mhm. dass sich das zusammen bedingt. Jetzt hast du ja als Frau über den Krieg geschrieben und du hast ja in deinem Buch auch die Rolle deiner Mutter als Kämpferin, als Peschmerga verhandelt. Was für Erfahrungen sind das, die deine Mutter da gemacht hat und wie unterscheiden die sich vielleicht auch von denen deines Vaters? Ja, meine Mutter, sie beschreibt auch, im Buch beschreibe ich auch, dass sie sagt, ich bin dreifach unterdrückt. Also als Kurdin, als politische Oppositionelle und als Frau. Und aus dieser Opferrolle wollte sie raus. Also das ist auch ein großer Grund, warum sie auch kämpfen wollte. Aber es ist ja alleine schon ein Kampf, sich im Untergrund zu organisieren. Es ist schon ein Kampf gewesen, Flyer zu verteilen und zu schreiben. Ich sehe das als Kampf, das Buch geschrieben zu haben. Und meine Mutter, wie sie das wahrgenommen hat, also du hast auch erklärt, es passiert eine Vergewaltigung. Es wurden auch Freundinnen meiner Mutter im Gefängnis vergewaltigt. Und sie hat auch erzählt, dass Soldaten, also iranische Soldaten, haben das gemacht. Und haben aber den Eltern erzählt, wir haben vorher geheiratet und danach hatten wir Geschlechtsverkehr, damit die Eltern denken, ach, mein Kind ist im Paradies. Also ganz, ganz schrecklich wurde die Rolle der Frau ausgenutzt, als Schwäche gesehen und dann den Familien auch noch Schande zugemutet. Also und dagegen wollten sie sich wehren. Also das haben sie erlebt, aber sogar als wir sagen, entwickelte Peschmerga, ja, sogar da hat meine Mutter erfahren, dass viele Männer sich auch nicht mit der Anatomie der Frau auskannten. Frauen bekommen ihre Periode. Warum blutest du? Wurdest du angeschossen? Also das erzähle ich auch im Buch, wie meine Mutter ihre Periode bekommen hat und der Arzt die Peschmerga-Männer sammeln musste, um zu erklären, das und das passiert. Also viele lernen im Iran in der Schule nicht, was passiert biologisch bei einer Frau. Also solche Sachen von Unwissenheit haben auch dazu geführt, dass sie, also ein Unverständnis gegenüber den Frauen gegeben wurde. Zum Beispiel mein Vater hat es aber so gelernt, also mein Vater nennt sich selbst immer Feminist. Bevor ich wusste, was Feminismus ist, mein Vater sagt es und er sagt, er hat immer, er ist super stolz, auch drei Mädchen zu haben, weil er gesehen hat, was Frauen schaffen können, nicht weniger als Männer. Also mein Vater erklärt auch in einem Kapitel, das nenne ich Löwinnen, da sagt er, dass er eine Gruppe von Peschmerga-Frauen sehr an sein Herz geschlossen hat, weil die so furchtlos waren und so
moralisch korrekt waren auch dazu, also Stärke ist auch moralisch sagen zu können, ja oder nein. Und da hat mein Vater so viel Respekt und meine Mutter war auch sozusagen seine Vorgesetzte damals auch bei den Peschmerga. Also von meinem Vater habe ich tatsächlich gelernt, dass eine Frau, was sie alles kann und gleichberechtigt ist. Und meine Mutter, sie zeigt es mir mit viel Stolz. Ja, das sind ja, also Kriegsgeschehen sind ja ganz allgemein ganz furchtbare Ereignisse, ob für Mann oder für Frau. In Ihrem Buch beschreiben Sie ja fast ein Trauma von sogar drei Generationen von Menschen, Ihren Großeltern, Ihren Eltern und auch die selbst dann. Nadja, denkst du, dass Literatur auch eine therapeutische Eigenschaft hat? Voll. Ich hatte damals, auch in unserer Kultur, ist Therapie ein No-Go. Also Therapie hieß, du bist psychisch krank, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und das ist einfach auch aus unserer Kultur, muss ich wirklich sagen, oft so. Und ich weiß nicht, ob das früher auch im Westen so war, wurde es angesehen als, wir sagen auch niemandem, du gehst zur Therapie, sowas gibt's nicht. Ich war nie bei der Therapie. Ich wünschte, ich wäre gegangen, aber ich habe gelernt, ist ja auch nicht zu spät, ich habe gelernt, dass ich das verarbeiten kann mit dem Buch. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich auch immer gefragt, was ist passiert und warum bin ich so? Und ich bin so wegen der Geschichte meiner Eltern, ob ich das will und nicht oder nicht. Ich bin so wegen der Geschichte meiner Eltern und das hat mir geholfen zu verarbeiten. Und ich bin der Meinung, es hat auch meinen Eltern geholfen. Also ich hatte Angst. Ich beschreibe auch im Buch, habe ich das Recht, das aufzuschreiben, das zu verewigen. Und meine Eltern werden für immer daran erinnert. Aber sie tun es sowieso, sie träumen davon. Natürlich, also wenn du immer irgendwo schlafen musst und Angst hast, eine Bombe ist irgendwo oder du wirst angeschossen. Mein Vater sagt auch, man vergisst im Krieg, wer Freund oder wer Feind ist. Meine Eltern mussten das verarbeiten. Und ich denke, ich bin der Meinung, das hat denen auch ein bisschen geholfen. Nicht, als sie es erzählt haben, aber tatsächlich, als meine Eltern das Buch auch gelesen haben, sind sie auch emotional geworden, waren so, oh, ich habe voll vergessen, dass das alles passiert ist und was wir alles erlebt haben. Und 100%, also ich würde jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben, wenn sie etwas verarbeiten müssen. Sehr interessant, sehr interessante Einsicht einer jungen Schriftstellerin. Und Traumata können wir auch als Wunden oder Versehrung der Seele beschreiben. In unserer Vorstellung vom Krieg geht es ja aber meistens weniger um die Seele als mehr um die körperliche Versehrung. Das ist ja so, wie wir das meistens konzeptualisieren. Beides, also würde ich sagen, auf jeden Fall. Und es gab ja im Zuge des Afghanistan-Einsatzes verstärkte die Diskussion um die posttraumatische Belastungsstörung, auch bei Soldaten, Soldatinnen aus Afghanistan, die wieder zurückgekommen sind. Und dann ist es auch mehr in die öffentliche Debatte wieder hineingekommen. Und es gibt ja auch seit längerer Zeit, und das deckt sich ja sehr mit dem, was du beschreibst, diesen Begriff des transgenerationalen Traumatas. Also dass das, was vielleicht auch die Großeltern oder die Eltern erlebt haben, sich in den Kindern fortschreibt. Und deswegen ist es so wichtig, zu sprechen und zu formulieren. Im Zustand der Traumatisierung kann man nicht formulieren, sondern ist man gefangen in der Wiederholungsschleife. Das Trauma wiederholt sich endlos. Übrigens auch Medien können traumatisiert sein. Nach 9/11 wurden immer wieder die Flugzeugeinschläge gezeigt im Fernsehen, in Endlosschleife quasi, weil es nicht begreifbar war. Da waren nicht nur die Menschen, sondern die ganze Medienwelt war traumatisiert. Und jede Chance, etwas zu formulieren, ist schon ein Überwindungsversuch. Jede Formulierung erzeugt Kontrolle und erzeugt eine Sprache. Und deswegen ist es so entscheidend, über Traumata zu sprechen. Oder andersrum gewendet, die beste Möglichkeit, ein Trauma zu erzeugen, ist nicht darüber zu sprechen. Mhm. Und dann setzt es sich sozusagen generational fort. Und jeder Roman, jeder Text teilt nicht nur Wissen, vermittelt Wissen, bringt kulturelle Vielfalt und Hybridität, sondern dient auch dazu, das Trauma zu bewältigen und Kontrolle über die Situation zu erlangen. Ja, und wie gesagt, im Zustand des Traumas kann man eigentlich nicht sprechen, im Akuten, dass man verstummt. Ja, es gibt ja ganz viele Kontinuitäten in der Kriegsrezeption, aber auch viele Sachen ändern sich natürlich auch. Und ich denke, wie wir heute über den Krieg sprechen, ist es auch ganz anders, wie in der Vergangenheit über den Krieg gesprochen wurde. Es war ja gerade der Begriff Zeitenwende durch den Diskurs, wie wir über den Krieg in Deutschland sprechen,
Till, einmal ganz kurz. Wie wurden denn in der Vergangenheit solche historischen Brüche literarisch verarbeitet? Ja, das muss auch nicht unmittelbar erfolgen, sondern kann sozusagen auch versetzt erfolgen. Es gibt ja immer wieder politische Großereignisse, die wirklich zu kulturellen Umbrüchen führen. Also zum Beispiel, um ein paar rauszugreifen, der 30-jährige Krieg. Ja? Und dann kommt natürlich die sozusagen auch die Barockliteratur, wir hatten das ja sozusagen, haben wir jetzt nicht gezeigt, aber kann man auch an einem Fotodiagramm nochmal zeigen. Französische Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, 9-11. Also das sind alles so einschneidende Erlebnisse, die die ganze Kultur betreffen und die sich dann auch in literarischen Texten dann wiederfinden. Literatur reagiert immer, ob offen oder verdeckt, auf solche Zeitenwenden und reflektiert sie und bringt dabei dann auch neue ästhetische Formen hervor. Aber wie gesagt, das muss nicht ganz unmittelbar passieren, sondern Literatur braucht häufig eine gewisse Zeit und findet dann noch ästhetische Formen. Zum Beispiel in Sarah Kanes Theaterstück Zerbombt, Blasted, da wird eine zwischenmenschliche Gewaltbeziehung zwischen Mann und Frau in einem Hotelzimmer, also eine Vergewaltigung, mit dem Bosnienkrieg verschaltet. Plötzlich ist das Hotelzimmer zerbombt. Und die Gewalt zwischen dem Paar Ian und Kate wird plötzlich durch einen Soldaten repräsentiert, der wie aus dem Nichts in dieses Hotelzimmer kommt. Aber hier wird sozusagen nicht ganz offen der Bosnienkrieg erzählt, sondern es kommt als Bild sozusagen, kommt es mit in den Text hinein und in einem plötzlichen Bruch und erzeugt und reproduziert dieses Trauma dann wieder. Nadja, beeinflussen dich eigentlich diese Zeitenwenden, auch wie wir sie jetzt aktuell erleben, also Corona-Krise oder das Ende der Ära Merkel oder der Ukraine-Krieg, dein Schreiben und wenn ja, wie? Mein Schreiben ja, ja, auf jeden Fall. Corona nicht unbedingt, weil ich schreibe viel über so Schlüsselerinnerungen, was du auch angesprochen hast. Also ich rede viel mit Menschen. Wie erleben sie das? Was haben sie erlebt? Warum sind sie so, wie sie sind? Also solche Dinge sind für mich interessant. Ich erzähle gerne Geschichten von anderen, wie auch von meinen Eltern. Zwar zufällig passt sie zu mir. Sowas ist für mich wichtig, aber Ukraine zum Beispiel, also wie eben angesprochen, ist motiviert. Wenn ich in so einer dunklen Phase bin, ich persönlich, oder wenn ich mich nicht gut fühle, das ist die Zeit, in der ich am besten kreiere. Also das ist die Zeit, wo ich inspiriert bin, etwas zu erschaffen in Literatur. Ich bin nicht gut im Fotografieren oder Kunst oder so, also, aber an Literatur, das motiviert mich. Und wenn ich das dann sehe mit Ukraine, das trifft mich, aber genauso trifft mich auch Afghanistan, genauso trifft mich Jemen. Also es gibt viel zu viel, was passiert auf der Welt, was mich betrifft, warum ich schreiben will. Es ist aber selten etwas, was im Westen passiert, tatsächlich. Und das ist ja vielleicht auch das Interessante, wo uns dann Schriftsteller und Schriftstellerinnen vielleicht auch hier im Westen dann nochmal vor Augen führen können, was woanders passiert und wie sie das wahrnehmen. Wir haben ja ziemlich lange und ziemlich ausführlich über Krieg und Sprache und Literatur gesprochen. Und wir wollen jetzt noch mal kurze Antworten von euch beiden hören. Hierzu haben wir drei Fragen vorbereitet und bitten euch, die möglichst kurz und möglichst knackig zu beantworten. Till, du beginnst. Gerne. Es geht los. Was ist das Unwort des Krieges? Eskalationsdominanz. Welchen Text muss man jetzt lesen? Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege, das ist aber auch ein Fotoband von 1924 mit erschreckenden Bildern, hat Brecht empfohlen als gutes Porträt des Menschen. Okay. Welcher Begriff aus der Zeit dieses Krieges wird bleiben? Spezialoperation, glaube ich, von Putin, dieser Begriff. Ja, wieso? Weil das erstmal ein sehr euphemistischer Begriff ist, der das Ganze beschönigt. Also er sagt ja nicht Angriffskrieg, sondern er sagt Spezialoperation. Und dann das Scheitern dieser Spezialoperation, was wir gerade erleben. Gleiche Fragen an dich, Nadja. Okay. Was ist dein Unwort des Ukraine-Krieges? Aufrüstung. Welchen Text müssen wir jetzt lesen? Zwei. Einmal von Tupac, finde ich sehr wichtig. Und zwar ist es eine Sammlung seiner Poesie. Das heißt The Rose That Grew From Concrete. Also die Rose, die aus Beton wuchs. Ich finde Hip-Hop, Rap, und er spricht viel über Krieg auch, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und Mandelas Meine Waffe ist das Wort, seine Biografie und diese Sammlung, weil er hat mich sehr inspiriert mit Freiheit, für Freiheit. Für Freiheit. Letzte Frage, welcher markante Begriff wird dir von dieser Zeit in Erinnerung bleiben?
Ich glaube auch Militäroperation, weil es dieses Verschönigungswort ist. Es ist dieses, anstatt sagen, es ist Krieg, Leid, Tod, Militäroperation, als wäre es was Naturwissenschaftliches. Also ja, mhm. So wie damals Afghanistan wurde Friedensmission genannt, es ist Krieg. Mhm. Ja, das sind definitiv Euphemismen, mit denen da um sich geworfen wird. Ich denke, keine Kriegspartei wird jemals eingestehen, einen Angriffskrieg aus freien Stücken zu führen. Das können wir sicherlich festhalten. Ja, ich denke, wenn wir hier in dieser Runde sehen, ist es so wichtig wie selten zuvor, sich in so einem, ich sag mal, offenen Raum, in einem offenen Gesprächscharakter über die großen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit zu unterhalten. Nadja, Till, vielen Dank, dass ihr an dieser Runde teilgenommen habt. Danke. Danke für ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kollegen Hans und kündige schon mal unsere nächste Ausgabe an der H1 Werkstattgespräche, die in naher Zukunft ausgestrahlt wird. Wir haben noch kein Datum, denn dies war unsere erste Pilotfolge. Mögen noch weitere Ausgaben bald folgen. Das war's für heute mit Let's Talk About War zum Thema Krieg und Sprache. Haben Sie noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.